Vieles in Ihrem Wohnmobil wird mit Gas betrieben. Ein Thema, das vielleicht bei dem einen oder anderen von Ihnen für ein mulmiges Gefühl sorgt. Aber keine Bange, der Umgang mit dem Gas ist einfach und sicher. Was Sie beachten müssen, erfahren Sie jetzt. Um die Gasflaschen anzuschließen, müssen Sie einfach nur den Anschluss des Wohnmobils an die Gasflasche schrauben. Dazu bitte entgegen des Uhrzeigersinns drehen. Aufstecken und entgegen des Uhrzeigersinns festschrauben. Sobald es richtig fest sitzt, auch entgegen des Uhrzeigersinns die Gasflasche aufdrehen. Achten Sie darauf, bevor Sie weiterfahren, die Gasflasche wieder zuzudrehen. Einfach hier oben im Uhrzeigersinn die Gasflasche zudrehen und anschließend nochmal kontrollieren, ob alle Gasflaschen auch sicher mit den Riemen verzurrt sind. In Ihrem Wohnmobil werden verschiedene Geräte mit Gas betrieben. Dazu zählt natürlich der Gasherd. Auch der Kühlschrank kann in geparktem Zustand mit Gas betrieben werden. Dazu der Boiler für die Warmwasserversorgung sowohl im Bad als auch in der Spüle. Ebenso wird die Heizung Ihres Wohnmobils mit Gas betrieben. Um alle diese Geräte nutzen zu können, müssen Sie allerdings zuerst den jeweiligen Gashaupthebel hier unter der Arbeitsplatte aufdrehen. Das heißt, erst das Gerät auswählen und dann den jeweiligen Gashaupthebel in die vertikale Position bringen. Gasflaschen erhalten Sie in jedem Zubehörladen, zum Beispiel bei Movera, auf Campingplätzen und im Baumarkt. Sie bezahlen dort die Gasbefüllung und ein Pfand für die Flasche, wie bei einer Getränkekiste. Wenn eine Gasflasche aufgebraucht ist, können Sie diese dort auch wieder abgeben. Dann erhalten Sie Ihr Pfand natürlich zurück. Oder Sie bezahlen einfach für eine Neubefüllung.